Hallo und herzlich willkommen zurück zu Days After. Ah, ich bin mega gehypt. Ich habe richtig Bock, jetzt dieses Game zu zocken. Ich habe vor 3-4 Stunden, ich war in der Stadt, Eheringe aussuchen. Deswegen bin ich einerseits schon glücklich. Und andererseits habe ich dann gelesen, dass Days After heute ein neues Update herausgebracht hat. Und als ich die neuen Sachen gelesen habe, es ist einiges dabei. Also, Version 7.3.0. Was ist neu? Ein neuer Standort namens River Village. Wenn man das auf Deutsch übersetzt, wäre es die Stadt am Fluss. Man sagt, dass es dort eine Ähnlichkeit der Macht in der Person des echten Bürgermeisters gibt. Sei sicher, ihn zu besuchen und Freunde zu finden. Interface-Änderung. Hinweise auf den Inhalt der Boxen und Figur des Charakters, um den Verschleiß der Ausrüstung und Waffen zu überwachen, ohne ins Inventar zu gehen. Änderung der Balance, Standorte, Eigenschaften von Mädchen und Gegenstände, neue Effekte, sonstige Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Die Übersetzung ist nicht ganz so gut. Es hieß, Jane und Betty wurden überarbeitet, die haben jetzt wohl neue Effekte. Mal gucken, was das jetzt ist. Haben wir ja auf Stufe 4 jeweils. Und die Kisten können benannt werden und natürlich das neue Gebiet mit einem Charakter, der, glaube ich, für einen Rohstoffe farmen kann. Ich weiß es nicht genau. Okay, wir haben nur einen langen Download. Ich möchte auch noch sagen, ich bin mega erkältet. Es geht mir heute schon besser. Ich war jetzt 1,5 Wochen richtig krank und bin gerade dabei, mich wieder zu erholen. Ich musste mir aber heute schon wirklich, ohne es zu übertreiben, 50 Mal meine Nase putzen. Deswegen verzeiht mir bitte, es wird bestimmt viele, viele Schnitte geben. Da freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich vermute, das Video wird länger. Aber das ist es mir heute absolut wert, hier jedes Mal das rauszuschneiden, weil ich habe Bock, das heute noch am ersten Tag zu spielen, so viel ich kann. Was mir als erstes auffällt, ist natürlich, dass wir anscheinend jetzt die Haltbarkeit von Rüstung und Waffe ja bei so einem kleinen Bildchen sehen können. Das ist natürlich schon mal von Vorteil. Nice. Ja, wir gehen jetzt mal erstmal hin. Wie ihr seht, ich war mal wieder die Gebiete resetten, so wie ich so oft mache. Heute Mittag irgendwann um 12 oder so. Bin schon wieder 3 Stunden im Verzug. So, Jane hat sich hier was verändert. Kann ja sein. Sie will immer noch 7 Zungen haben. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wo ist denn diese Stadt? Müssen wir mit dem Auto hin? Oder müssen wir nicht mit dem Auto dahin? Mal schauen. Wir werden sehen. So, hier oben ist schon mal nichts. Dann gucken wir doch mal hier unten. Da unten ist die Stadt. Ein Flussdorf. Ich würde sagen, das ist mal der erste Weg. 36 Energie, let's go. Wir latschen da mal komplett hin. Hier unten, ich habe hier, die haben ja schon geteasert, es gab so ein paar Videos auf Facebook dazu. Ich hatte auch ernsthaft überlegt, heute ein Video aufzunehmen und mir mal die ganzen Teaser anzuschauen. Also die ganzen Hinweise auf das Update, das hoffentlich bald kommt, und zack, da ist das Update schon da. Nice. Tee wird getrunken. Schauen wir mal. Schauen wir doch mal rein. Nice, nice, nice. Okay. Lade. Ich glaube, ich muss mir jetzt schon mal Oh, eine neue Notiz. Stimmt. Oh, Kapitel. Ah, da wurde einfach ein Ort hinzugefügt. Oh, 50 so Marken. Eine dünne Brücke erstreckt sich vom Flussufer. Im Nebel sind einige ausgefallene Häuser zu sehen. Ich glaube, ich kann hier handeln und mich mit den Einheimischen unterhalten. Okay. Ah, ist schon bewacht durch Geschütztürme, aber die schießen uns nicht an. Quatsch mal mit dem ersten Kollegen hier. Hallo Fremder, was gibt es Neues? Sie sagen, die verdammten Bastarde klettern schon aus jedem Busch. Bald werden sie unser Dorf erreichen. Tja, ich kann gut schießen. Wenn sie Feuerunterstützung brauchen, dann bin ich im Geschäft. Bring mir ein paar Sticker und ich begleite dich auf deiner nächsten Mission. Ja, okay, kurz. Ja, das war jetzt ungünstig. Es lag nicht am Spiel, es lag an meinem Router, der abgestürzt ist. Einfach so, das macht er sonst nicht. Und er wollte nicht mehr richtig hochfahren. Jetzt musste ich den Router komplett resetten. Und das hat natürlich eine Viertelstunde gedauert. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt voller Begeisterung in das Update. Wir haben uns gerade mit diesem netten Herren unterhalten und sind damit nicht ganz fertig geworden. Deswegen quatschen wir ihn einfach nochmal an. Dave Cornfield. Hallo Fremder. Genau, die klettern aus dem Busch. Ja, ich kann gut schießen und ich begleite dich auf der nächsten Expedition. Ah, okay, das heißt, wir haben dann jemanden dabei, der uns hilft. Für 100 von den Punkten und 50 davon haben wir ja bereits, oder könnten wir ja bereits abholen. Okay. Chester, oh, neue Gesichter. Mein Name ist Chester und ich mache hier allerhand Unsinn. Repariere Pumpen, Stühle und Wasserkocher.
und ich handle auch. Wir alle handeln hier, wissen Sie? Mein Produkt sind Blaupausen. Wenn Sie Ingenieur oder Wissenschaftler sind, habe ich Ihnen etwas anzubieten. Bring mir ein paar Rüstungen oder Waffen. Ich finde heraus, wie ich sie verbessern kann und erstelle eine Blaupause für dich. Deal? Ah, nur als Beispiel. Legen Sie eine Waffe oder Rüstung mit 100% Haltbarkeit. Ah, das ist clever. Das heißt, da müssen wir die Waffen auch repariert, also beziehungsweise selbst hergestellt haben, auf voller Haltbarkeit. Können wir hier hin? Ja, können wir. Oh, wir sind auf dem Boot. Ja, moin, wer wohnt denn hier auf dem Boot? Mit Solarplatten, Alter. Hightech. Aber hier wohnt keiner. Vielleicht ein Feature, das noch kommt. Wer weiß, hier ist auf jeden Fall erst einmal niemand. Gut, gehen wir weiter. Was ist hier oben? Können wir mal hochgehen? Schön mit rotem Teppich. Edel. Wer sind Sie denn? Elmar van Brooks. Sind Sie kein Einheimischer? Ich hoffe, Sie sind mit guten Absichten gekommen. Hier ist es leer, aber pass nicht auf. Die meisten Anwohner reparieren den Damm. Wenn es durchbricht, werden alle weggespült. Nettes kleines Geschäft. Jeder ist jedoch geblieben. Wir verwenden Etiketten im Handel. Ihr könnt sie bei mir gegen Rüstung und Waffen bekommen. Aber die Qualität der Artikel muss hoch sein. Aha. Okay, wir kriegen also hier Zeugs. Kriegen wir dafür das Geld und mit dem Geld können wir den Typen anheuern. Okay, das ist jetzt erstmal ganz simpel. Hier ist die Brücke kaputt, da dürfen wir nicht hin. Hier können wir noch... Ah, okay, das ist also hier eine Stadt komplett überm Wasser. Da unten sehen wir tatsächlich, dass das Gebiet endet. Da ist ein Exit. Spannend. Und hier können wir nochmal gucken, da ist nichts. Ist hier vielleicht noch ein Charakter hier oben? Hier sind so alte Spielersachen. Oh, süß, hier sind ein paar Welpen unterwegs. Oh, ein paar mehr. Hier ist so ein kleiner Hundesalon. Aber tatsächlich nicht für Menschen, denn hier, der Salon hier ist nicht da. Da ist die Tür auch noch zu. Das heißt, ein großes Gebiet, aber mit noch viel leeren Plätzen. Da ist auf jeden Fall noch Platz für den ein oder anderen Charakter. Im Endeffekt hilft uns das Gebiet. Wir können ja mal hier ein paar Waffen demnächst hinbringen. Ich würde zum Beispiel meine Armbrüste mal geben. Was für Blaupausen gibt er mir? Auf höherer Ebene. Also wenn meine 2-Sterne-Armbrüste volle Haltbarkeit haben, kann ich vielleicht 3-Sterne-Armbrust bald erforschen. Wäre ja mal interessant. Gut, haben wir uns das angeguckt. Den Typen nehmen wir auf jeden Fall mal mit auf eine Expedition, aber jetzt nicht sofort. Da müsste ich mal gucken, welche Waffen ich ihm denn für Geld da eintauschen kann und was ich dafür dann auch bekomme. Das muss sich ja auch halbwegs lohnen. Dann gehen wir noch mal ganz kurz auf Facebook. Und ich lese mir nebenbei auf Englisch halt, aber ich lese mir noch mal ganz kurz durch. Release Notes, so. Okay, neues Gebiet. Ein Händler, genau. Der uns hilft. Oh, man kann anscheinend Blaupausen verkaufen, kaufen oder wechseln. Also vielleicht können wir auch mit Blaupausen, die wir nicht brauchen, da hinkommen. Aha, genau. Wir haben uns die Kisten noch nicht angeguckt. Ja, dann gehen wir mal weiter. Eichen im Sumpf. Die mögliche Beute sieht jetzt irgendwie nicht so nice aus. Die beste Beute sind so ein paar Rüstungen. Hier mögliche Beute auch nicht so nice, was da angezeigt wird. Auch nicht so nice. Aber schaut mal, die haben nicht mehr, dass es hier Stein und so gibt. Hier steht nur noch Holz, aber dass da rostiges Eisen nicht mit aufgezählt wird. Merkwürdig. Gut, gehen wir mal nach Hause. Betty und Jane wurden ja auch überarbeitet. Ich muss mir die Nase putzen, tut mir leid. So, habe ich perfekt gemacht in der Zeit, in der ich hier hinlatsche. So, außerdem wurde eine Werkbank wohl überarbeitet. Eine irgendwie, dass man da was braucht. So. Alter, was war das? Sind gerade hier die ganzen Kisten verändert worden? Kann das sein? Junge, anpassen. Hä, und für die Farbe braucht man nichts? Aha. Aber das ist ja erstmal nice. So, jetzt möchte ich mal wissen, was Betty und Jane... Oh, wir haben weniger Leben. Im letzten Video habe ich noch stolz meine 120 Leben präsentiert. Jetzt haben sie da wieder Leben von weggenommen. Also, was sind deine Fähigkeiten?
10%, 10%, 30, 30, 30. Hunger von Kürbis, 50%. Heilung vom Geräusch und Heilung vom gebratenen Fleisch. Oh, das Heilen vom gebratenen Fleisch ist neu, oder? Vorher war da Bären. Bären heilen jetzt nicht mehr. Genau. Okay, ich glaube, das ist alles bei ihr. Ja, und hier scheint sich ja drastisch etwas geändert zu haben. Leben 2, 4, Armbrust nur noch 7%. Oh. Hergestellte Pistole 8, Nagelpistole 8, Haltbarkeit 9mm 5. Oh, da sind sie aber ganz schön runtergegangen. Immer von 10 auf 8% ist ja noch okay, aber von 10 auf 5. Ja, maximale Lebenspunkte. Oh, also die Waffen sind nicht mehr so krass gebufft dadurch. Ist okay. Ist ja sowieso ein Bonus, den man so mitnimmt. Natürlich ist es schade, ja. Aber was soll man machen? Es ist halt so. So. Kurz das Zeug hier zwischenlagern. Dann würde ich doch mal einfach der Spaßeshalber mit den Armbrüsten, die hier noch volle Haltbarkeit haben. Da könnten nämlich welche dabei sein. 61, nein, 72. Yes. 70. 72. 72. 72. Okay, das sind alle. Sind aber immerhin 4 Stück. Haben wir noch irgendeine andere Waffe, die wir da loswerden können? Ja, sieht erstmal so hier ganz ordentlich aus. Ja, nehmen wir die auch mit. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Mal gucken. Jetzt muss ich erstmal mein Inventar kurz leer machen, dass ich hier nicht mit so viel unnötigem Zeug rumrenne. Ja, ich habe hier so einen kleinen Bug in der Base. Da ist so eine unsichtbare Wand irgendwie. Ich weiß nicht, kriegt man nicht behoben irgendwie. Müsste ich mal den Entwicklern schreiben. Ja, ich werde dann wohl bald diese ganzen Kisten hier anpassen und dann hoffentlich. Also ich meine, ich finde mich auch so zurecht. Mittlerweile weiß ich, wo die Sachen immer sind, aber manchmal vertue ich mich noch. Da wäre das schon ganz hilfreich hier. So. Jetzt haben wir dir eine Waffe da liegen lassen, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Hallo. Dann gehen wir doch mal dahin. So. Da muss ich kurz wieder den Naseputzer rausschneiden. Wunderbar. Also für rostiges Eisen soll man jetzt auch weniger Hits benötigen. Hier heißt es in den detaillierten Patch Notes. Ja. New effects for the Trashman's brother in the hole. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Neue Effekte für... Ach so, wahrscheinlich beim Freizeitpark, glaube ich. Ich glaube, dass da was verändert wurde. Vielleicht. So, gucken wir doch mal, ob der Kollege hier was mit den Waffen anfangen kann. Und wenn ja, wie viel? Wow! Oh, was? Die hergestellte Pistole ist mehr wert für ihn. Okay, ja, wisst ihr was? Wir fangen jetzt mal hiermit an. Wir haben jetzt hier mal... Ich finde es schön, dass das deutsche Bier... Ah, da gibt es neue Sachen im Shop. Können wir auch nochmal kurz gucken. Neue Sachen im Shop. Immer noch den Juggernaut. Metallschrott und Holz kosten, glaube ich, das gleiche wie vorher auch. Meine ich zumindest. Hunde sind nicht neu. Ausrüstung, irgendwas Neues vielleicht. Nee, sieht nicht danach aus. XP auch nicht. Geld vielleicht. Da könnte, ja, genau, Dorfwährung. Okay. Ja gut, die sind ja gar nicht so teuer, ja. 100 Stück für 20. Stellt euch vor, das geht ja voll klar. Das geht ja klar. Das finde ich okay, wenn man die sich mal kaufen will. Dann würde ich nämlich jetzt auch gleich hier die abholen. Das sind ja nur 50 Stück, haben wir die auch. Und dann nehmen wir den Kollegen doch einfach mal mit. Hallo Fremder, da. Ich miete dich für 100. Ah, der kommt jetzt mit. Kommt er jetzt für den ganzen Tag mit? Kommt er einmal mit? Weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall eine Schrotflinte an der Hand. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich interessant. Jetzt noch ein Hund.
der im Nahkampf für uns kämpft. Das wäre ja ein Traum. So, wo wollen wir denn hin? Ich glaube, wir müssen erstmal nochmal nach Hause. Ah, jetzt die... Guck mal, Banditen haben jetzt aber ein eigenes Symbol. Bekommen. Oh, was? Pipeline, beste Beute, Waffen. Aha. Okay, vielleicht wurde da was überarbeitet? Weiß ich nicht. Warum sollte man das da sonst reinschreiben, ne? Ich meine ja nur. Ich würde mal sagen, da machen wir einen Ausflug hin. Und nehmen unseren Kollegen mit, den wir hier neu erworben haben, denn da sind ja immerhin die starken Bären. Und, ne? Ah, das ist aber jetzt noch nicht so das schönste Geräusch, wenn ich ehrlich bin. Hui. Ich verstehe nicht ganz, warum die rot sind. Das habe ich noch nicht verstanden. Warum haben die eine rote Zahl? Alle anderen Zahlen sind sonst immer weiß. Deswegen bin ich so irritiert. Gut, die Rüstung passt auf jeden Fall. Die hergestellte Pistole nehmen wir nicht mit. Wir nehmen lieber tatsächlich noch eine zweite Armbrust mit, für alle Fälle. Wir können da jetzt auf jeden Fall eine verwenden, die schon angekratzt ist. Das hier ist eine Ein-Sterne-Armbrust. Das macht einen Unterschied natürlich. Dann wollen wir auf jeden Fall auch etwas zu trinken mitnehmen, denn bei dem Bär weiß man ja nie. Es heißt übrigens in den Patch Notes, zum Beispiel in der Mine, wenn man in die Mine reingeht, in das Gebiet, also quasi, wo man nochmal neu laden muss, da kommt der wohl nicht mit. Heißt es zumindest in den Patch Notes. Also sollte man das im Hinterkopf haben. So, falsche Kiste. Hier will ich hin. Oh, jetzt habe ich einmal zu viel benutzt, ist egal. Ich habe was zur Heilung dabei, vielleicht noch eine Nahkampfwaffe wäre ganz nett. Haben wir hier unten irgendwas in den Ramschkisten? Warte mal. Das sind Rüstungen. Hier haben wir Waffen. Ein Sterne Metallrohr. Kann mich jetzt nicht über... Ja, eine Zwei-Sterne-Machete. Überzeugt mich da schon eher. Wasser. Ich wollte Wasser mitnehmen. Habe ich Wasser mitgenommen? Ja, ne? Ich schaue gleich nochmal nach, bevor ich jetzt hier losziehe. Ja, mal schauen. Habe ich es mit? Smart von mir. Gut, auf zur Pipeline. Wir haben jetzt keine Sammelwerkzeuge, das ist jetzt nicht so wichtig. Es geht jetzt erstmal darum, den Kollegen kennenzulernen, mal gucken, wie der sich so bewährt, ja. Wir haben ihn jetzt immerhin bezahlt, da ist ja unser teures Geld bei draufgegangen. Da wollen wir natürlich auch entsprechend Gegenleistung für. Zeit in den Arsch zu treten, du sagst es wirklich. Okay, eine neue Animation, was das angeht. Gegner scheinen aber... Hallo, kämpfst du auch? Hallo? Willst du nicht? Nein? Herr, hat er jetzt geschossen, als ich schon geschossen habe? Ich bin jetzt noch nicht so beeindruckt. Oh. Der macht 5 Schaden. 5. Kann man den irgendwie leveln? Das finde ich natürlich nice, wenn man den irgendwie leveln könnte. Also jetzt ohne Witz, stell euch vor, man könnte den leveln. Wir nehmen hier sowieso einen Hit. Oh, da ist das ist natürlich... Oh, was? Ich mache im Nahkampf nur noch einen Schaden. Warum denn das? Die haben den normalen Nahkampfangriff richtig schwach gemacht. Naja, dann ist ja ganz gut, dass wir den dabei haben, ne? Aber das muss ich mir merken. Nur noch ein Schaden im Nahkampf. Eieieiei. Das ist ja nix. Das ist ja wirklich gar nix. Naja. Deswegen haben wir ja glücklicherweise den Typen dabei. Sonst hätten wir da jetzt mit dem Wasser wären wir nicht ausgekommen. Niemals. Ich würde doch die Stelle hier weghauen. Also ist jetzt wirklich nicht so beeindruckend, sein Schaden, ne? Er hat halt eine Schrotflinte in der Hand. Da kann man ja wohl mal was erwarten. Also mal im Ernst. Aber naja. Den Bären. Es kann natürlich sein, dass Bob uns da unten vergiften kann. Anscheinend kann er das. Ja. Ja, müssen wir den Bären, den machen wir trotzdem noch so. Oh, das Fleisch heilt jetzt ja mehr, ne? 28 Leben. Boah, wie krass.
Von 18 auf 28 einfach mal. Crazy. Fleisch ist jetzt ja übel nice. Krass. Nice. Wurden vielleicht alle Lebensmittel ein bisschen verändert? Weiß ich nicht. Werden wir uns gleich mal angucken. Weil die Waffen haben jetzt nicht keine Veränderungen, soweit ich das sehen kann. Da ist der Schaden gleich geblieben und so bisher. Aber man kann den toten Bären, den ich schon gelootet habe, anscheinend jetzt auch noch looten. Also das ist, nee, das war jetzt die Kiste. Die Kiste wollte ich nicht. Okay, nice, da haben wir's. Er ist so ein bisschen am Quatschen, ne? Ein bisschen am Summen. Wolfi Wolf, tschüssi. Shelly? Da habe ich natürlich genau das richtige Gebiet heute ausgesucht, um den zu besiegen. Okay, wir können tatsächlich Tiere und Monster, die wir schon gelootet haben, nochmal looten. Oh, gut zu wissen. Erstmal gut zu wissen. Das Zeug nehme ich aktuell nicht mehr mit. Kein Bedarf, kein Gebrauch dafür. Georgie! Georgie jetzt nicht mehr mit IE, sondern nur noch mit I. Aha, okay. So, ich muss mir leider wieder die Nase putzen, während ich die Kiste öffne. Das wird ein Schneidespaß. Also noch nichts von den mir versprochenen Waffen oder von den mir erhofften Waffen, sagen wir es so. Komm, hey, du musst mir helfen. Hä? Ach, ich konnte da unten die Kiste noch öffnen. Hä, interessant. Interessant. Nice, haben wir. Den Bobby McBobson, bitte. Oh, ich habe einen kritischen Treffer gesetzt und schon hat's gereicht. Mit den Schaden hier unseres Kollegen. Nice. Ich muss niesen. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ihr werdet es nie erfahren, denn ich schneid's raus. Haha. Okay, die behalten wir jetzt mal. Wir brauchen sie nicht mehr. Aber damit möchte ich mal zu diesem Händler in der Stadt gehen. Okay, den Bär noch. Den hätten wir gern noch. Komm mit. Oh, ich bin falsch gelaufen. Ich wollte hier runter. Komm, noch ein Stück. Noch ein Stückchen, lieber Bär. Denn da brauche ich dich ganz sehr an dieser Ecke. Okay. Wir können mal was trinken. Ja, und unser Kollege schießt fleißig mit drauf. Sehr wichtig an der Stelle. Sonst wird das nichts mit den Bären. Also schon, aber halt unvorstellbar lange wird es dann dauern. Aber es ist schon interessant hier. Also wir, aber hier steht 5 Schaden. Vielleicht, weil der Bär Rüstung hat oder so? Hat der Bär eine natürliche Rüstung oder sowas? Also auch nur gegen unsere Fausthiebe? Ich weiß es nicht. Es ist sehr merkwürdig, dass da immer nur, dass wir nur einen Schaden machen. Das war natürlich so, also merkwürdig, weil es nie so war. Wenn es jetzt schon immer so gewesen wäre, dann wäre es halt so gewesen. Aber im Menü steht auch noch, dass wir 5 Schaden machen offiziell. Offiziell machen wir 5 Schaden, aber inoffiziell, wie man sieht, nicht. Mal schauen. Wir durchsuchen mal weiter hier die Gegenstände, denn es heißt, es gäbe hier fancy Waffen mit ein bisschen Glück. Aber warum die Symbole, wenn man sie dann nicht findet? Das ist jetzt hier die Frage. Wurden Bären vielleicht generell verändert? Deswegen die Verbesserung nicht mehr? Nein, die wurden nicht verändert. Hätte ja sein können, dass man jetzt gesagt hat, gut, Bären sind generell besser geworden. So. Haben generell mehr Heilung oder mehr Sättigung bekommen oder so. Und deshalb gibt es diese 50% nicht mehr. Aber nein, das ist nicht der Fall. Ist es nicht. Hier ist noch ein zweiter Wolf, den würde ich gerne als erstes umhauen, bevor wir uns da dem kleinen Zombie widmen hier links. Genau dem. Oh, es ist ein Wildschwein. Ich hatte hier irgendwie Austin erwartet. Wildschwein ist auch in Ordnung. Nehmen wir. Fleisch, sehr schön. Den Wolf müssen wir uns auch angucken. Denn auch der könnte natürlich das gute Fleisch oder halt auch so ein Hörnchen dabei haben. Nehmen wir mit. Wie heißen die Teile jetzt eigentlich? Die heißen jetzt Zähne. Reißzähne. Oh.
Irgendwie habe ich die als Hörnchen immer in meinem Kopf abgespeichert. Aber nein, das sind Reißzähne. Okay, Entschuldigung, Reißzähne. Was haben wir in der Kiste? Ist es ein Sturmgewehr oder ähnliches? Wir werden es gleich erfahren. Es ist nichts dergleichen. Okay. Beeren können wir mitnehmen. Warum denn nicht? Ne? Die sind auch ganz hilfreich hier und da. Ich werde hier auf dich warten. Wenn du nicht kommst, kehre ich ins Dorf zurück. Aha. Okay, das heißt, man kann ihn tatsächlich jedes Mal aufs Neue nur für ein Gebiet anheuern, vermute ich jetzt mal so. Oder vielleicht, wenn man jetzt ganz kurz in ein Gebiet reingeht und schnell wieder rausgeht, vielleicht kann man ihn dann wieder woanders hinnehmen. Das weiß ich natürlich noch nicht, aber interessant. Jetzt sagt er auf jeden Fall, ich habe dich hier lang genug auf dieser Tour begleitet. Jetzt bleibe ich hier. Und solange das Gebiet nicht resettet, kann ich ihn halt natürlich jederzeit mit mir mitnehmen. Aber wenn das Gebiet resettet ist, dann ist er wieder im Dorf. Und dann müssten wir ihn wieder neu bezahlen. Das heißt, die 100 für die 5 Schaden, weiß ich noch nicht. Würde ich tatsächlich machen, wenn ich hier bin. Also, hier ist es tatsächlich sinnvoll. Weil wir haben ja gesehen, wie schwer es ist, einen Bär gerade zu besiegen. Aber ansonsten, glaube ich, nicht unbedingt ein Feature, das ich jetzt so dringend brauche. Also, kann man machen, ist so ein, aber muss man auch nicht. Ne? Das Wildschwein nehmen wir noch mit. Lässt nämlich vielleicht auch Fleisch für uns fallen. Das können wir gebrauchen. Sag ich ja. Und dann gucken wir noch, dass wir uns mit Beeren den Rucksack vollpacken und mit den Kürbissen, die es hier auch gibt. Denn auch die heilen gutes Leben. Oder ist noch mehr? Ah, es sind noch Kürbisse. Oh, da ist sogar ein Schatz. Ah, guck mal, gut, dass wir nochmal vorbeigekommen sind. Da schauen wir nochmal ganz schnell. Ah, Stahlschrotte. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich lasse dafür da die Kürbissamen. Apropos Kürbis. Machen wir das doch so. Sind wir relativ voll gefuttert. Fast wieder vollständig geheilt. Aber nur fast. Dann können wir außerdem noch den Rest der Beeren mitnehmen. Und haben das Gebiet hier erfolgreich abgeschlossen. Ein bisschen Benzin to go. Benzin wurde ja außerdem unnormal verbessert. Früher gab ein einziges Benzinkanister. Hat das Auto nur um 4 Benzin vollgetankt. Um 4. Mittlerweile sind es 12. Und das ist mega nice. Dadurch habe ich habe damals halt viel Benzin gesammelt, aber nie benutzt, weil ich dachte, ich bin zu geizig, 4 Benzin das nur zu machen. Und habe jetzt immer noch ganz viele Benzinkanister, die jetzt alle mein Auto richtig schön volltanken. Und das ist sehr nice. Okay. Ja, ich gehe mal so interessehalber, wo könnte man denn noch hin? Habe ich jetzt noch was übersehen? Also neue Location haben wir gemacht. Wir haben uns den Typen angeguckt. Genau. Blueprints. Wir haben Blaupausen gefunden und die wollen wir nochmal eben verscherbeln vielleicht. Okay. Und es wurde außerdem gesagt, dass die Chance auf legendäre Waffenteile, ich vermute, es geht um von den Bossen, es geht um diese Bosse hier, erhöht wurde um 20%. Jetzt habe ich mich gefragt, hat man nicht vorher grundsätzlich ein legendäres Waffenteil immer bekommen? Oder doch nicht? Ich habe immer was bekommen. Bei jedem einzelnen Bekämpfen. Vielleicht wurde es auch mal runtergenommen. Ich weiß es nicht. Oh, und es wurden Bugs behoben, wenn man auf mehreren Geräten spielt. Das ist auch gut. Und da hatte ich hier und da mal meine Probleme. Aha. Okay. Oh, zufällige Blaupause. Ah, ich verstehe. Okay, das heißt, ich kann jetzt immer... Schade, dass ich Blaupausen immer benutzt habe. Ich hätte hunderte Blaupausen theoretisch. Aber naja. Oh, habe ich die überhaupt gebraucht? Ich glaube, die habe ich schon. Gucken wir mal ganz schnell. Haben wir da jetzt was Neues? Ansonsten hätten wir die jetzt aufheben können und beim nächsten Mal wieder eintauschen können. Aber vielleicht bekommt man da ja auch grundsätzlich Rüstung, Blaupausen, die man noch benötigt. Okay, cool. Das war meine erste sogar. Ja, nice. Das hat sich schon mal gelohnt. Sehr schön. Ich denke, das war's. Wenn ich hier was übersehen habe und ihr denkt, ich bin einfach blind, ja, wie kann ich daran vorbeigelaufen sein? Unbedingt in die Kommentare schreiben. Ich bin manchmal so blind. Also ich traue mir das zu, hier was Essentielles des Updates komplett übersehen oder vergessen
oder noch nicht gemacht zu haben, in die Kommentare damit. Ich mache das super gerne. Hol das gerne nach. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Nimmst du eigentlich, du warst der, der nur heile Waffen, nee, oder du nimmst auch so Zeugs. Oh, zwei. Wow. Okay, die Armbrüste waren da schon recht solide. Ach genau, warte mal. Ah, okay, der Typ steht jetzt auch nicht hier, interessanterweise. Der ist nicht da. Hä, wer hat denn die volle Rüstung, Waffen mit voller Haltbarkeit? Warte. Nee, hä? Weil lass mich überlegen, wo war ich denn? Hier. Bei ihm, ne? Ja, bei ihm war das. Haltbarkeit des Artikels weniger als 100%. Ja, okay, verstehe. Bei ihm war das. Cool. Ah, wir gehen nochmal zu dem Geldhändler. Vielleicht, weil bei dem Blaupausenhändler waren es ja auch links, dass man zwei verschiedene Menüs hat. Vielleicht ist es bei ihm auch so. Nein, nur ein Menü. Okay. Gut, wir haben uns unser erstes Geld verdient, können aber mit diesem Geld noch nicht so viel anfangen. Aber ich denke, da bietet diese Stadt natürlich die Möglichkeit, dass ja noch einiges kommt. Und ich hoffe auch sehr, dass man den Begleiter mal verbessern kann. Wenn der nämlich so richtig Wumms hätte, dann würde man den für 100 bezahlen und müsste selbst nicht mehr so mega nice Waffen mitnehmen und könnte trotzdem gut durch die Gebiete durchkommen. Ja, ist natürlich, bin ich gespannt. Ich gehe heute nochmal zum Sheriff. Ich glaube, da war ich heute noch nicht. Ansonsten soll es das gewesen sein für dieses Video. Ich ging davon aus, jetzt richtig lange zu spielen, weil vielleicht, jetzt hier voll viel passiert. Aber, nee. So viel war es gar nicht. Also es sind, glaube ich, viele Sachen im Hintergrund passiert. Mit Performance-Sachen, die verbessert wurden. Und so Kleinigkeiten wie eine Werkbank, die nicht mehr so teuer ist, die ich aber wahrscheinlich schon fertig habe und so. Ah, hier war ich heute doch schon. War ich schon. Aber, Bin begeistert. Sehr nice. Holt mich auf jeden Fall wieder ins Spiel. Ich hoffe sehr, dass da dann jetzt bald der neue Battle Pass kommen kann und dass das quasi so die Vorbereitung dafür ist, um vielleicht in der Stadt einen Typen dafür hinzustellen, für den neuen Kampfpass, den neuen Saisonpass. Da bin ich gespannt, was da als nächstes kommt. Und wenn ich in irgendeinem Gebiet was übersehen habe, gerne in die Kommentare und natürlich auch, wenn ich selbst über irgendwas stolper und denke, oh Moment, das war vorher nicht so, dann versuche ich das Video anzuschmeißen oder es beim zweiten Besuch des Gebietes mit Video zu machen. Haltet mich auf dem Laufenden. Ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao und bleibt gesund. Gesünder als ich am besten.